in wenigen Sekunden. Und dann pfeift Lars Erbs dieses Spiel an. Der Ball rollt. HoFC ist im Spiel. Eintracht Frankfurt erstmal mit dem Ballbesitz. Kickers Offenbach zurückgelegt zu Armin Mesanovic. Der zieht an, findet in der Mitte Dima Nazarov. Einfach mal draufgehalten. Und das ist ein ganz, ganz starker Schuss. Mit rechts reingezogen, dieser Ball am ersten Pfosten verlängert. Ach, Cesen, Kopfball gehalten. Tor! Der HoFC führt mit 1:0. Torschütze Dimitri Nazarov. Und es steht 1:0 nach gerade mal einer gespielten Minute. Dima Nazarov eingewechselt. Strammer Schuss. Ist ausgeführt. Und jetzt kommen sie über die rechte Seite. Mit Dribbling versucht, mit einer langen Flanke. Und Prinki rettet. Prinki rettet, oder? Ja, ein Gemuddel, Gekuddel hinten im Strafraum. Braucht ein bisschen, um anzulaufen. Und jetzt sieht er auf der rechten Seite aber. Feigenspahn, allein auf dem Torwart zu. Macht nochmal einen Haken, Feigenspahn. Oh, und scheitert am Torhüter. Die Spitze zu Nacho Ferri. Irgendwie rüber, über Rossmann. Immer noch Ferri. Abgeschlossen. Und wieder gehalten von Brinkis. Der wird gestört, Staude. Will einen Trick machen. Nacho Ferri in die Spitze gespielt. Torschuss, Eintracht Frankfurt. Und der Ball landet im Tor. Das war ein folgenschwerer Fehler im Aufbau. Und die SGE gleicht hier aus. Die Frankfurter kommen über die Mitte. Futkoy und Wachs mit dem Abschluss. Parade von Brinkis. Schafft er aber nicht. Stattdessen Eintracht Frankfurt mit dem Konter. Fahne bleibt unten. Futkoy zu Nacho Ferri gespielt. Brinkis. Knote rutscht aus. Und der Ball ist im Tor. Das gibt's gar nicht. Vier Schritte Anlauf. Jetzt kommt sie rein in Richtung Elfmeterpunkt. Jopek, Abrala landet bei Nazarov. Nochmal Jopek, Tor! Tor für den HoFC! Und es steht 2:2. Junge, Junge, da ist das Ding zum 2:2. Unentschieden. Komm, schnell, schnell, schnell. Ist nicht mehr viel Zeit. So, weiter geht's Richtung Frankfurter Tor. Hier kommt die Flanke. Und Kopfball und Tor! Spiel.